So, grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet... Staubsauger hier. Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Mit mir, dem Fuchsel und dem guten... Witchstrap hier. Ich find's echt unglaublich, wie gut man hier die Sachen werfen kann. Was ich kenne, das in allen anderen Spielen, da kannst du hier so werfen, hier so... Da wirfst du so richtig so... Und dann landen die Dinger vor dir auf dem Boden. Weil die so schlecht sind. Und hier reicht so ein einfaches... Also, Hut ab, also das haben sie gut hingebracht. So, wir sind jetzt in der nächsten Teil hier. Parts and Service. Wir müssen jetzt die ganzen Animatronics hier reparieren. Zumindest Bonnie erstmal, weil die anderen, die kommen danach. So, und falls dann halt noch Zeit ist, machen wir natürlich noch ein bisschen von den Dunklen hier. So, und wenn euch der Inhalt gefällt, ihr wisst ja im Grunde noch, was ihr tun müsst. Wir machen jetzt einfach mal die Kurzform. Wenn euch der Inhalt gefällt, ihr wisst, was ihr tun müsst. Also, tut das auch bitte. Es würde den Kanal helfen. So. Welcome back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective... Ein kurzen Moment bitte. Sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. So. Ups. Okay, jetzt nochmal ganz kurz warten. So, jetzt sind wir wieder richtig. Gut, weil ich kam gerade nicht an den Teil hier ran, weil ich so wenig Dinge hatte. Scheiße, was war jetzt gerade? Left Eye von his left socket. Sein linkes Auge. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip deposit the right eye in the good job. To open Bonnie's faceplate, carefully die beiden hier. Well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Ich weiß gar nicht, warum der so viele Zähne hat. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Ja, weißt du schon mal, es ist... Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Ja, es ist hier der hier. Press the blinking button again to verify your work. Spiel mir was vor. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate and we'll call it a day. Okay, das heißt, ich muss das Auge hier hin tun. Oder das Auge da hin tun. Ja. So ein Mist, schon vergeigt. Okay. Welcome back to Parts and Service. Ja, ich weiß schon, das Auge hier rein, dann die beiden hier Dinger hier, dann den hier. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the press the blinking button again to verify your work. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Machen wir jetzt zu. Place both eyes in the same order that you removed them. Okay, das heißt, close up the faceplate. Klack. Klack und hier wieder die beiden Knöpfchen. Well done. That concludes your parts and services task. See you next time. Ist ein ganz feiner hier. Ein ganz feiner. So. Also nicht im umgedrehte Reihenfolge. Da haben wir sogar Bonnie hier. Aber die nicht sogar gerade auf die Seite gehoben. So, dann kommt als nächstes. Komme ich auf der Seite schneller voran? Teilweise Chica. Kommt als nächstes. Welcome back to Parts and Service. There have been customer complaints about Chica's acrid smell. Sounds like Chica has been rummaging around the kitchen again. Remove all food particles from Chica's exterior and place it in the refuse bin on your right. Mensch, wo warst denn schon wieder? Alte Fresssacke. Good job.
Make sure Chica is not hiding any other treats inside her beak. To open her beak, carefully press the two buttons located on the sides of Chica's head. It looks like Chica has picked up some unwanted friends. To clear the infestation, apply the Fazbear Entertainment Restaurant Grade Chemi Spray. Ja, das hier halt. Avoid inhaling the Chemi Spray. Nicht einatmen. Cleaning, disinfecting and maintenance chemicals may result in respiratory problems, skin or eye irritation. Sehr schön, jetzt konnte ich wenigstens auch mal niesen. Husten. Now reattach Chica's upper arm, hand and cupcake plate. Okay. Ihr Arm kommt jetzt dran. So. Well done. So. Oh no. It looks like Chica needs another dose of the chemi spray. Wolf. Not let the infestation spread. Oh, die guckt mich sogar nach. Return the cupcake to Chica's plate. Ralph und Rodney. Die beiden. Chica is ready to serve pizza and hugs to the kids again. Oh. Take a complimentary slice of pizza for a job well done. Die kann ja mal, wir können ja mal. Ach komm. Komm her. Go on. Take it. So. Slice of Pizza, ich weiß natürlich auch. Man kann auch hier ihr was geben. Was du nicht frisst. Oh scheiße, jetzt habe ich es glaube ich vergeigt. Jetzt habe ich es vergeigt. Weil ich glaube für eine weitere Münze muss man ihr ein... Au, meine Nase. Für eine weitere Münze muss man ihr glaube ich ein Stück Pizza geben. Ich baue es nochmal kurz auf. So, geht ja ganz schnell, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ist das hier, dann das hier, dann das. Da will sie mir einen Bussi geben. Dann kam der Arm dran. Dann kam das hier dran, dann kam Chemi Spray. Return the cupcake to Chica's plate. Muss ich erstmal finden. Hey. Ja, sag mal. Place the cupcake on the plate. Hier ist mir wieder zur Hand gerutscht. Ich konnte es nicht bewegen. Meine Hand war wie festgefroren. Welcome back. Ja, okay. There have been customer complaints about Chica's. 1, 2, komm mal her, Kleine. Ja, dann kommt der Arm hin. Da kommt das Ding. Nochmal sprühen. Okay, jetzt. Take a complimentary slice of pizza for a job well done. Lecker Schmecker. So, hier. Jetzt hat es gefressen. Und hier ist das Geld, was sie mir dafür schuldet. Ist auch ein... Oh, das hat dir nicht geschmeckt. Na okay, jetzt ging mir nur um die Münze. Entschuldigung. Ob ich denke, dass ich vielleicht rausschneide, den Huster hier, weil der war jetzt unnütz. So, ich bin noch ein bisschen erkältet. Also ich habe so ein bisschen mit der Stimme. Und nehme jetzt gerade hier das alles in einen Schwung gerade auf. So. Und so. Carefully. Freddy's got a pretty good hold of it. Give it another firm tug. Gibst du es wohl her? Ja, sag mal. Good job. Now place the hat in the lost end. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. Mm-hmm. To access Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie. Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any. Good job. Oh, this is easy. It appears easy. There is a child's shoe wedged behind Freddy's music box. The music box must be removed before you can access the child's shoe. Ja, vorher muss ich das Knöpfchen drücken, oder? Gently grasp the music box and extract it from Freddy's chest cavity before this. Carefully place the music box on the work table to your left. Great job. To reset the safety latch, press the button located on Freddy's endoskeleton.
Now, remove the child's shoe and place it in the lost and found bin. Wird gemacht, Boss. Well done. Gibt's hier eigentlich nicht irgendwie... Okay, jetzt müssen wir den wieder hier reintun. Vorsichtig. Oh nein. You seem to have mishandled Freddy's music box. This is not good. A replacement may be found on the work table. Ja gut, dass hier 5 Stück rumliegen. A slow and even pace is recommended. Crisis averted. To close Freddy's chest cavity, press the large black button on the center of Freddy's face. Aber ist hier kein Gambit oder so? That concludes your time in parts and service. Yo, high five. Your pay will be docked accordingly. High five. Dann halt nicht. Oh, ein sauberes Stück Torte. Ein sauberes Stück. Ich bin eigentlich so ein Tortenfan. So. It seems that you may have inadvertently accessed an unauthorized portion of the game. So, wir haben jetzt als nächstes Foxy. Okay. Als nächstes haben wir Foxy. Welcome back to Parts and Service. Foxy has been out of commission for quite some time. This series of simple repairs should... Oh no. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number 1 that matches Foxy's leg receptacle. Okay, Nummer 1. Wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Ah, ich wollte seine Maske kurz aufsetzen. Good job. So. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder, it is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. Na ja, gut, weil wenn man nicht wegguckt, ich kann es mal zeigen. Oh nein, er ist weg, wo ist er hin? Deswegen sagt er auch, man soll ihn mal beobachten, weil jetzt kommt er gleich irgendwo angerannt. Neu starten, das war jetzt bloß zum Zeigen. Ich wollte eigentlich meine Maske noch nicht aufsetzen. Ich wollte es erstmal selbst aufsetzen, weil... Foxy has been out of commission for quite some time. This series of simple repairs should return him to full working condition. So. First, carefully pick up and place Foxy's head on his endoskeleton. Ah, das kriegen wir schon hin, aber erstmal nur kümmern wir uns ihn hier. Na, kleiner, hm? Ich habe auch so einen, nur ohne Haken. Ah, ein ganz süßer. So, na, geht's dir gut, hm? Warum? Was ist los? Warum geht's dir nicht gut? Oh, weil dein großer Bruder krank ist, oder? Aber keine Sorge, den machen wir wieder heil. So, du warst jetzt schön auf, wie ich ihn wieder gesund mache. Oh no. So. Ist ganz gut, ist ganz gut. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. Okay. Oh no. It looks like a former employee attempted to repair Foxy's chest motor using an incorrect fuse. Mei, was für ein Anfänger. Remove the incorrect fuse from Foxy's chest and insert it into Foxy's receptacle. Well done. So. The remaining chest fuses are located in drawers number 2 and number 4. Nummer 2 und 3. Fix both fuses to continue. Blau, grün. Niemand ist der hier. So, ruhig. Blau, der hier. So, ruhig. Nein, nicht bewegen. So, beruhig dich, so. Retrieve Foxy's eye from drawer number 3. When Foxy's eye patch is fully open, place the eye back into his eye socket. So. So, beruhig dich. Ruhig. Well, so. This concludes all your parts and service tasks. Pirate Cove can now be reopened. Hurra, jetzt sind alle glücklich. So. Na süße, geht's dir doch wieder gut. Ein kleiner Plush Trap.
Konnte man, glaube ich, nicht runterschlucken. So, jetzt haben wir... Was haben wir zeitlich? 15 Minuten. Perfekt, perfekt. Dann können wir ja ein bisschen noch Albtraum... So, und zwar möchte ich erst Five Nights at Freddy's 3 machen. Weil da müssen wir ja Nacht 5 ja noch machen. Das machen wir als erstes und dann machen wir Five Nights at Freddy's 2. Die siebte Nacht noch einmal in maximal Schwierigkeit. So. Scheiße, die Bude brennt. Hallo, ruf die Feuerwehr, verdammte Scheiße, hier brennt. Hör auf zu labern, ruf die Feuerwehr, verdammte Scheiße. Hallo. Oh, verdammt, ich muss hier noch zumachen. Was soll das heißen, ich soll meine Schicht hier abarbeiten? Bist du gekloppt, hier brennt. Ja, okay. Also er hat gesagt, Feuerwehr, kommt nicht. Und ich soll meine Schicht hier, fertig machen. Ja. 1, 1, 2. Hallo, hallo, Feuerwehr? Hi. Ja, hier in dieser Bude brennt. Oh, oh. Hier brennt so sehr, dass die Systeme allesamt ausfallen. Hallo, hallo? Kein Freizeichen. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Hallo. Ach ja, kein Freizeichen. Ja. Warm hier. Nee, kommt mal ran hier. Ihr seid wenigstens bei mir. Wenn wir sterben, dann sterben wir zu viert. So. Kann ich hier unten eigentlich aufmachen? Hi. Okay. Egal, was ich euch jemals gesagt habe. Dass ihr scheiße seid, dass ihr stinkt, etc. Hello. Ich möchte euch sagen, es tut mir leid. Ach, ich habe euch noch nie beleidigt. Ja, dann tut es mir trotzdem leid, dass ich euch jetzt gerade beleidigt habe, ja? Hm? Okay, gut. Ich habe versuchen, Achso, das ist die Taschenlampe hier. Ja, Was soll das heißen? Ihr überlebt das. Ihr seid feuerfest? Ach komm schon, das ist doch nicht euer Ernst. Hi. Heißt das, ich muss hier alleine sterben? Kann mich bitte jemand hier rausholen? Ich muss das auch kein bisschen verlassen. So, jetzt überlegen wir mal kurz. Das könnten nochmal die Zahnkombinationen sein. Ich überlege gerade, gab es sogar eine wichtige Zahlenkombination in Five Nights at Freddy's? Hello. Spontan fällt mir halt einfach nur Byte of 87 ein. Das heißt 19, 1, 9, 87, 87. Ja, aber da kommt nichts raus. Ja. Also die hier, die werden überleben. Ich werde ähnlich verrecken. Hi. Oh, Schall. Achso, der setzt sich schon zurück. Ja. Ach ja, stimmt, kein Fang mehr. Hallo. Dieser Becher steht schon seit 7 Wochen hier rum. Machen wir das Beste aus unserem Tod. Wenigstens bin ich im Angesicht meiner Arbeit gestorben. Oh oh. Okay, ich werde sterben. Es ist aber auch immer blöd von ihnen, dass er da in den Lüftungsschacht reinkriecht. Finde ich irgendwie. Hello. Ist irgendwie ein bisschen dämlich von ihm. War wahrscheinlich in Nacht 4 sehr irgendwo bei 7 gestartet. Der hätte ja hier irgendwo bei 3 starten können. Na gut. Ganz schön warm hier. Hi.
Wenn es ihr nicht auch warm hier? Ach ja, ihr seid ja feuerfest. Aber könnt ihr ja löschen gehen. Los, Chica, hol Hilfe! Du nicht. Wie er gerade schon so gesprungen ist. Habe ich genau gesehen. Ist gerade schon wieder so gesprungen. Jetzt greife ich an. Der kommt sowieso in der Zeit nicht bis hierher. Seht ihr? Easy going. Oh, die Zeit ist verschwunden. So. Ein Freddy. Sehr schön. So, du stellst dich mal hier hin und beobachtest, wie alles schwarz wird. So. Would you like to hear a funny, fun fact? Mm-hmm. One of the previous development teams made a hilarious mistake. One that may or may not have resulted in an undesirable anomaly entering the game's code. Please accept that statement as our full legal disclaimer and absolution of responsibility and potential harm to you. Ja, mach ich. So, dann gucken wir uns nochmal Five Nights at Freddy's 2 an. Nacht 7. In maximalen Schwierigkeitsgrad. Gucken wir mal, wie das wird. Jetzt wahrscheinlich noch dunkler, oder? Oh ne, nicht einmal. Hallo? Ah. Ich find's ja witzig, hier in der Balloon Boy auch noch sagt Hi. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder das Ding mit der Maske. Also ich denke, mit Ausnahme halt von mehr Angriffen ist dann nicht mehr drin. Ab. Runter von der Straße! Hey! Mr. Funny Bunny! Mr. Funny Bunny! Könnten Sie mal bitte weggehen? Hören Sie, es gibt Leute, die hier versuchen zu arbeiten. Ich weiß, ihr kennt das, aber ihr habt jetzt eigentlich gerade Nachtruhe. Also geht pennen. Ich habe mich freiwillig dazu erklärt, auf euch aufzupassen, ja? Also geh wieder schlafen. So. Guck die Ellen hin. Ich merke irgendwie, dass sie mit den Fingern nie wirklich den... Oh. Das könnte knapp gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wo die mal herkommt. Eigentlich normalerweise kommt die aus dem Lüftungsschacht, soweit ich es in Erinnerung habe. Kosch. Schneller. Wein. Freddy ist auch weg. Okay, die Musicbox geht schneller down. Alter, was hier draußen alles los ist, ey. Richtiger Durchgangsverkehr. Geht doch mal pennen. Foxy, geh weg. Vergiss nicht, dass ich dich gerade eben geheilt habe. Ihr seid mir alle was schuldig. So, 2 Uhr nachts. Wieder immer wieder, wenn ich das Licht anmache, da kurz der Fußboden durchflimmert. Hey, willst du was zu trinken haben? Schaffen die es eigentlich immer zu verschwinden? Man könnte meinen, dass so ein 2 Meter riesengroßer Roboter nicht einfach so verschwinden kann. Hey, Kusch! Wo hast du deinen Schnabel gelassen? Habe ich nie verstanden, warum er hier den Schnabel weggenommen hat. Weil
Weil sie hatte ihren Schnabel. Oh, du Wichser! Okay. Okay, jetzt muss ein bisschen Gas geben, weil die Wandbox ist ziemlich im Arsch. Husch, 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 husch. Boah, er kommt so rein wie so ein Türsteher, ey. Ray kommt so rein wie so ein Türsteher. Hey, du hast deine Zeche nicht bezahlt. Ich zahle beim nächsten Mal. Nein, jetzt ist es dran. Jetzt bist du dran. Zahl gefälligst. Der Don Corleone will sein Drogengeld haben. Foxy, geh mir nicht auf den Piss. Bonnie, geh nach Hause. Warum, Bonnie? Warum kommst du zu mir? Chica, warum gehst du nicht einfach hier? Boah, leck mich doch am Arsch. Es kommt hier richtig der Angriff hier. So, jetzt muss ich mal ein bisschen winden, weil sonst wird das ein übles Ende nehmen. Irgendeiner hat sie gerade wieder so rumgeportet. Komm schon, 5 Uhr. Boah, leck mich am Arsch. Und genau das ist das, warum ich Five Nights at Freddy's 2 nie mochte, weil es auf einmal so stressig wird. Das hat ja mit Grusel ja nichts mehr zu tun gehabt. So. Ach Mensch, dich kennen wir doch. Hä? Kommst denn du her? Altes Lieschen. Hast den Brand überlebt? Scheiße, sie hat auch noch recht gehabt, dass er vorher fest ist. Hey! Fang! Okay, der ist weg. Fang! So, der kommt mit jedem Videoband, das wir haben, immer näher. Wie war das nochmal? Man konnte die doch auch irgendwo irgendwie anhören. Irgendwas war doch da, oder muss man dafür erstmal das Spiel einmal durchspielen? Ich weiß es nicht mehr. Ist die es vielleicht? Ich kann es mir nicht vorstellen. War es der Knopf hier an der Seite? Der Knopf an der Seite war es nicht. Vielleicht war es auch Titel, Showtime. Showtime war es nicht. Na komm, ich will nicht so sein. Hier, bitteschön. So. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir haben noch erst 28 Minuten. Das heißt, es müsste nur irgendein Spiel drin sein. Ich weiß noch nicht, was. Mangler sind Entlüftung. Funtime Freddy. Da machen wir doch Mangler noch. So. Wendreparatur Mangler. Das kriege ich hin. So, ich weiß noch nicht mehr genau, wie es ging. So, Knopf drücken. Fazbear Entertainment prides itself on having the most comfortable facilities. Each facility is set to a perfect 72 degrees all the time. Auch wenn die Tür oder das Fenster offen ist. Lights mean we have a well-functioning ventilation system. Your headlamp should protect you from any critters who may have stumbled into the ducts. Viecher. As a certified vent technician, you should need no instruction. However, in case of an emergency, it is important to remember that as the vent technician, you should never, under any circumstances, attempt to... Okay, wir dürfen jetzt auf keinen Fall, Dings machen. So, zurufen. Kusch! Ab! Was machst denn du hier? So. Bisschen Geld, was muss ich hier machen? Ventilation einschalten und dann. Achso. Und dann Ventilation wieder ausmachen, oder? Hey!
Oh, den Knopf habe ich gar nicht gesehen. So, muss ich eigentlich wieder... Nee, muss ich nicht. So. Okay, hier ist der Strom unterbrochen. Wie geht's denn jetzt weiter? Achso, der hier. Geht jetzt die Seite auf? Boah, fühlt man sich irgendwie wie so in... In Alien, kennt ihr die Szene? Da faucht sie gleich, habt ihr das gehört? Wie in Alien, kennt ihr die Szene da, wie er da so in diesen Kreuzungen drin sitzt und überall kommt das Alien her? So, mal sehen, was haben wir denn hier? Okay, es ist Simon Says, oder? Rot, gelb, grün, blau. Rot, gelb, grün, blau. Au! Oh, gerade noch gesehen. Perfect, 72 degrees. Good job. See you next time. Yo, perfekt. Ja, okay, es war ja einfach. Hooray! Hab, hab, hab. So. Der kommt immer näher, der Sack. 31 Minuten. Wisst ihr was? Wir machen Ernard auch noch. Ernard. Und überzieh mal die Folge halt ein bisschen, mein Gott. Ich bin eh einer so, der jetzt nicht so auf die 30 Minuten halt immer setzt. Welcome to Circus Babies Entertainment and Rental. It has been 0 days since last incident. Na, passt ja. Ventilation repairs may be necessary to reach. Boah, wie viele Stunden war das? Sub-basement G. We apologize for the claustrophobic accommodations of the secondary service elevator, but the comfort of the main elevator is well above your pay grade. Now, let's get to work. Auf in die Arbeit. So, was muss ich tun? Ja, okay, ich bin die Bewegung hier. So. Kabel folgen. Well done. Well done. Also nicht so schwer. Einfach ein bisschen Kabel folgen, kurz Nase kratzen. du hier und du hier. Well done. Well done. So. Nachricht nach oben. Ich habe zwei erfüllt. Kommt jetzt noch ein dritter? Oh oh. Du. Hey, Nachricht an oben. Hier ist ein Clown. Scheiße, welches Kabel ist denn das jetzt? Dat. Muss automatisch das letzte sein. Kusch. Du sollst zu Hause sein, Boppo. Boppo, der alte Stehaufclown. Oh, warte mal, ich hab's hier noch in Erinnerung. Hier war doch irgendwo eine Münze, die man vorbeifahren, schnappen muss. Oder sind wir schon vorbei? Hier war doch was, ich erinnere mich doch. Was ist? Täusch mich doch nicht, ich weiß es. Oh, ist immer eh schon unten. So. Motion trigger.
Secondary Service Elevator Ventilation Shaft. Das war nicht die Münze, die ich gemeint habe. So, muss der hier rein? Kann ich hier den wieder ausbauen? Passt so nicht. Das passt so nicht. Aber so passt's. Und dann der hier. Kommt da kein Rad hergefahren? Hey! Damit bewegt sich aber der hier nicht. Warte mal. Jetzt bewegt sich der hier? Ach so, Moment. So rum. So. Kommst du hier rein, dann kommst du hier hin. Du kommst hier hin und du kommst hier hin. Schönes Ding, das findet sogar er. Die Zahnräder greifen ja nicht einmal vernünftig ineinander. Wo ist die Münze? Ich weiß doch, hier ist eine. Oder ein Audiotape oder sowas. Ich hab's in Erinnerung, dass hier irgendwo eine kommen würde. Ist nur kurz sichtbar. Ich hab da schon was gesehen. Kannst ruhig die Klappe wieder runter machen. Motion Trigger, Boiler Room. Du musst nicht mal sagen, Bewegungsmelder. Ich weiß, dass ich mich hier bewege. So. Wir müssen 3 bewegen. Wo sind wir hin? Und auf 1. So hin. Das ist aber auch ein riesen Lüftungssystem, muss man auch sagen. Vor allem, dass die Heizung hier komplett unten ist. Aber gut, wo ist denn im normalen Haushalt? So, dann wieder 1. Nein! Oh. Nochmal. Nochmal. So ein 1 bewegen und 2 bewegen. Doch nicht richtig. Well done. Oh. Zufall. So, und hier ist nur ein Knopf zum Drücken. Gib mir weiter nach oben, die Maschine läuft. Heizung funktioniert wieder. Well done. A perfect 72 degrees. See you next time. Also hier unten ist ein bisschen wärmer als 22,5 Grad. 22,2 Grad. So, dann sind wir auch schon wieder oben. Der hat man das auch noch gleich abgeschlossen in einen Schub. Yay! Na du. Oh nö, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. So, bist du wieder da? Bist du wieder was zu helfen? Futtern haben, hier. Na gut. Da müssen wir jetzt eigentlich die haben. Ja, jetzt haben wir ein bisschen überzogen, mein Gott. So, jetzt haben wir nur noch den Nachtterror und dann halt die ganzen Nachtsachen hier. Gut, dann würde ich sagen, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, vorausgesetzt. 11.51 Uhr. Stimmt gar nicht, es ist kurz vor 11. Ja, vielleicht geht die Stunde eine Stunde vor. Weiß man ja nicht. So, wir können ja mal kurz gucken. Ah ja, ne, wie gesagt. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss.